Zum Wochenende ein kleiner Kurzfilm, Forelle stressfrei. Nein, es handelt sich nicht um einen meiner früheren Kochfilme, sondern es handelt natürlich von Wildkameras und dem heimlichen Leben in meinem Garten. Da gibt es doch zurzeit ein paar seltsame Bewegungen, die ich festgehalten habe. Die Kameras werden mir übrigens von meinem Lieferanten Wildlife Monitoring zur Verfügung gestellt. Es handelt sich um die Dark Ops Full HD und die Strike Force HDR, beides FHDR, also High Dynamic Range Modelle von Browning. Und sie haben beide die Next Generation Night Optics und beide auch verbaut diese Radiant-LEDs. Die eine stockdunkel und die andere sichtbar. Ihr wisst, dass ich meinen Komparsen in Steinmarder pflege und heute gab es Forelle, eins seiner Lieblingsgerichte. Wen wundert, dass sich da auch andere Gäste einstellen? So, für meinen Hausgast gibt es frische Forelle und gebratene Forellenteilchen. Die feinen Häppchen werden ausgebracht, so dass der Marder hier auch vor die Wildkameras kommt. Ich teste diese beiden Modelle und verlässlich ist er jeden Tag da. Eben hat er sich zuerst einmal die Kreten geholt und dann ist der Kopf dran. Zum Entsetzen meiner Nachbarn hat er Nachwuchs und schleift erstmal alles nach Hause. Ja, und das ist wahrscheinlich Kurt, eine ziemlich verwilderte Katze, die hier immer wieder zu Besuch kommt. Und Kurt staunt da irgendwo hinten in die Ecke, wo der Marder immer rauskommt. Und tatsächlich, da ist er. Und nun beginnt etwas, was ich nie für möglich gehalten hätte. Die beiden streiten sich kein bisschen, sondern die Katze schaut zu, wie der Marder sich den Bauch vollschlägt. Völlig verwundert setzt sich mal hin, leckt sich das Maul, wissend, was der Marder da tut. Und hier eine Aufnahme von beiden Kameras. Ja, das ist unglaublich. Katze leckt sich das Maul in der Hoffnung, dass noch was übrig bleibt. Und der Marder schaut sich das Ganze mal an. Also ich finde, die Aufnahmen sind köstlich und ich hätte es nie für möglich gehalten. Diese beiden Kameras haben beide die gleiche Optik, also Full HDR, High Dynamic Range, Bildverbesserung mit 10-Bit statt 8-Bit. Das hier ist die Dark Ops, das ist das Gerät mit den ganz dunklen Lichtern, also überhaupt nicht zu sehen. Finde, sie macht hervorragende Nachtaufnahmen. Und das ist die Strike Force, die hat die hellen Radiantbeleuchtungen, die spielt ihren Vorteil in weiterem Gelände aus. Und auch die ist in den Nachtaufnahmen eigentlich sehr gut. Ich finde, die Tagaufnahmen sind schlechter als die Nachtaufnahmen. Scheiß drauf, sagt der Marder. Und Hauptsache, die Dinger sind in der Kiste. So, meine Lieben, das war ein Kurzfilm zum Wochenende. Wenn euch der Film gefallen hat, danke für den Daumen nach oben. Ihr könnt meinen Kanal kostenlos abonnieren. Darüber freue ich mich sehr, denn davon lebt der YouTuber. Und hier zum Abschluss noch eine Aufnahme der Wing Home meines Eagles und des Hausmarders. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss, macht's gut.